So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von The Q Motorfest. Wir sind zurück, nachdem wir uns ja in den letzten beiden Folgen die neuen beiden Autos des aktuellen Updates angeschaut haben, geht's heute mit der wunderbaren Hawaii Scenic Tour weiter, weil, naja, da haben wir noch drei Events und ich würde sagen, da stürzen wir uns heute rein. Wir wollen ja noch ein bisschen Hawaii erkunden und ein bisschen schauen, was uns hier auf Hawaii so zu erwarten hat. Und wir haben 23 Kilometer bis zum nächsten Zielort. Das machen wir sicher nicht. Da wird doch sicher irgendwo in der Nähe ein wunderbarer Container sein. Wo ist denn jetzt die scheiß Route, die ich überhaupt suche? Wo bin ich überhaupt? Ich bin hier. Oh, ich bin hier unten. Ich muss hier hoch. Okay. Habe ich hier einen Blitzreisepunkt? Ich glaube. Ja, doch, warte mal. Doch. Hier haben wir den Mopeten. Blitzreisepunkt. Dann gehen wir nochmal dahin zu den Motorrädern und fahren schön mit unserem wunderbaren. Das sind immer noch 26 Kilometer. Bin ich jetzt einfach bescheuert von der Route oder bin ich bescheuert von der Route? Ja, Schatz, in der Nähe gleich, Kollege. Das nervt mich nicht. Warum zeigt er mir die Route nicht? Kara! Wegpunkt entfernen. Kara öffnen. Einen Vorschlag, der dir gefallen dürfte. Wegpunkt setzen. Ha! Gut, danke schön. Die nette Dame war mal ganz kurz ein bisschen lost und wusste nicht, wohin mit mir. Gut, jetzt ist richtig. Ne, jetzt ist richtig. Wunderbar. Kara war ganz kurz. Ich hab direkt gedacht, ich hab ein Flugzeug. Obviously, muss man ganz klar sagen. So. Ist irgendwo ein Schatz in der Nähe. Das nervt mich gerade, weil ich ihn auf jeden Fall finden will. Du bist in dieser Playlist schon an atemberaubenden Küsten vorbeigefahren. Wie wär's mit einer Abkühlung? Wo ist das Versteck? Wo ist es? Wird stärker, ja, ne? Drüben? Wo ist es denn jetzt? Irgendwo ist es hier, warte mal. Ich vermute, wir müssen über die Straßenseite. Ja, stärker. Ich bin nur blindes zu sehen, glaube ich. Es müsste eigentlich irgendwo schon. Wo ist es denn jetzt zum Geier? Ah, da ist es. Ich hab's gefunden. Da ist es doch. Guten Tag. Einmal wieder den Schatz öffnen. Dankeschön. Oh, XP. Bam. Wunderbar. So, aber jetzt müssen wir ja wieder neu leveln. Wir haben ja keinen legendären Status mehr. Dementsprechend nehmen wir das natürlich jetzt alles wieder dankend mit. So, jetzt geht's zur nächsten Runde der Hawaii Scenic Tour. Wir haben einen Nissan aussieht, als hätte ich damit gerade die Rallye Dakar beschritten. Aber na gut, das dürfte sich während der Fahrt jetzt gleich wieder abfahren. Glaube ich. Ich meine, so wäre das. So. Ich finde die Kiste immer noch cool, ne? Ich glaube, ich würde den mittlerweile noch ein bisschen cleaner tunen, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich würde den noch ein Mühe cleaner tunen. Also so ein ganz klein bisschen. Also halt nicht diese fette Stoßstange vorne. Aber ich finde es ganz cool, wie der Dreck da vorne wirklich auf diesem Brett liegt. Als hätte sie diese Schneeschaufel benutzt. Das finde ich ein schönes Detail. Da hat jemand mitgedacht. Ja, aber ich würde den, glaube ich, ein bisschen ruhiger tunen. Heckstange finde ich schon ganz cool. Der Diffuser, finde ich, ist auch nicht so Overkill. Aber man muss halt sagen, natürlich vorne. Das ist halt schon ein Flug, den wir da vorne montiert haben, gewissermaßen. Da haben wir schon einen gewissen Flug dran gemacht. So, jetzt schöne Bergstraße, heißt Full Send. Ja, wunderbar, der Blink muss quer. So muss es. Schön mit Drehzahlparty. Perfekt. Wir schalten gar nicht mehr. Hier wird nur noch, hier gibt es jetzt nur noch Rev-Gebänge. So, bam, 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 bam. So, 8 Kilometer ist das dann so richtig angenehm für die Ohren. Das ist ein bisschen eine gewisse Trommelfellmassage. Die man ab und an einfach mal braucht, ne? Wird einem ja sicher vom Ohrenarzt auch so vorgeschrieben, vermutlich. So, hab's geschafft. Ich bin durch die Serpentinen durchgekommen. Wenn noch weitere kommen, kann ich vor weiteren Drifts nicht absehen, natürlich, ne? Versteht sich. Da muss ich natürlich full senden. Das ist, ich hoffe, jedem klar, dass, wenn hier an alle Kurven kommen, diese natürlich mit dem nötigen Respekt gesendet werden. Wie ist die 5er da? Ja, okay, mit der Corvette. Ich muss ja die ganzen Dinge-Aktivitäten, da kümmern wir uns ja noch drum. Wir sind ja erstmal noch an den Playlist dran, da haben wir noch genug zu tun. Deswegen machen wir erstmal den Playlist-Kram, bevor wir den ganzen Entdeckungskram machen. Da steht auch im Spiel so drin, machen Sie den Entdeckungskram. Das ist eine Aufgabe, Entdeckungskram machen. Ja, wisst, was ich meine. Ein Motorfest-Team entworfenes Powerboat erwartet dich am Lahi Point, das Moto MK2. Schick und wendig. Oh, wir fahren heute Boot. Ah, okay. Entschuldigung, kurze Aufregung. Ah, okay, wir fahren nicht nur Fahrzeuge. Also doch, es ist ja ein Fahrzeug. Also wir fahren nicht nur Autos. So, das ist der richtige Punkt. Autos und Motoren in dieser Playlist. Ja, nice. Wir fahren auch Boot. Eine Klasse, die muss ich sagen, als die Crew-Motorfest angekündigt war, war ich mir recht sicher, ja, dass keine Boote und Flugzeuge mehr drin sind. Ich bin auch weiterhin ehrlich, ich bräuchte sie nicht.
Weil, ich sag mal so, schon zwei Updates haben auch gezeigt, dass die Leute anscheinend auch keinen Bock drauf haben und deswegen Ivory Tower nur noch Autos nach dem Moment reingebracht hat. Ich meine, sie sind ganz nice to have, man kann damit coole Ideen umsetzen, ein bisschen Spaß haben. Aber ich bin natürlich eher ein Freund von Straßen- und Offroad-Fahrzeugen. Flugzeuge sind halt einfach cool zum Erkunden. So, und schnell von A nach B zu kommen. Noch haben wir kein Flugzeug, aber naja. Das versteht man nur, wenn man selbst mal reingesprungen ist. Nee, wenn ja. Ich denke mal, nach dieser Playlist, wenn wir die abgeschlossen haben, in der nächsten Folge werden wir dann mal unseren Fuhrpark rüberholen. Weil, wie gesagt, ich fahre erst mal überlegen, es zu machen oder nicht, weil, naja, wir kaufen dann keine Autos mehr, bla bla bla. Was auch immer sein Problem ist. Aber das ist Bullshit. Wird sich daran gar nichts ändern. Also, wir werden ja weiterhin die Playlist machen. Und die Autos sind einfach für den Multiplayer ganz cool. Und wir kriegen unsere Vanity-Items. Das heißt, fürs Tuning ist es auch ganz nice, weil wir viel mehr Kram zum Nutzen haben. Und ich so auch keine Autos doppelt kaufe, der Vorteil. Weil die Autos, die ich importiere, die muss ich ja nicht nochmal kaufen, weil das wäre unnötig rausgegebene Kohle. Dann können wir die Kohle lieber für Autos ausgeben, die neu in sich schon modelfest sind. Und dafür Upgrades und Pipapo dementsprechend, ja. Und, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, soweit ich weiß, Performance-Upgrades werden ja nicht mehr drüber geholt. Also du kriegst nur die Autos nach ihren Vanity-Items, aber du kriegst nicht die, die Power-Upgrades. Also da musst du weiterhin leveln. Also das ist weiterhin nicht einfach direkt so, ey, hast du Upgrades, du hast direkt alles durchgespielt, sondern bisschen fahren macht immer noch Sinn und wird immer noch belohnt. Dementsprechend werden wir nach dieser Playlist und denke ich mal dafür entscheiden, die Fahrzeuge rüberzuholen. Weil es keinen Nach- oder Vorteil gibt, es nicht zu machen. So. Also es gibt schon einen Vorteil, es gibt keinen Nachteil. So. Gut, wir fahren Offshore MK2, ein Boot. Ich bin mal sehr gespannt. Ich will jetzt gerade haben wir auf 4. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich bei Booten bin. Wir werden es herausfinden. Na gut, okay, Boot-Action. Ich glaube, mit Stick nach hinten oder so war schneller, ne? Ja, ich glaube. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, das war Bremsen. Okay, ja, ja, okay. Ja, Stick nach hinten ist gib ihm. Das ist das, die gute Trimmung. Ja, ja, Schön, dich auf dem Trimmung. Meer zu sehen. Wenn du einen großen hättest, hättest du ein Tempo bei. Ja, ich würde ja auch gerne Kurven fahren, wenn die Leute hier kein Destruction Derby rausmachen würden. Mensch. Sagen, aber Bootfahren hier sieht hier schon cooler aus. Er war ja dann einfach so eine positive Stimmung. Jedes Mal, wenn ich Secure 2, Secure Motorfest spiele, kriege ich so gute Laune, weil einfach alles bunt ist. Das ist halt geil. Alles bunt, alles schön, Vorsicht. Die Sonne scheint. Wenn man geil. Wenn sich die Bojen so ansieht, ist die See ziemlich rau. Joa, geh. Also, joa. So, ja, okay, ja, ja, hast recht. Okay, ist rau, alles gut. Echt. Okay, fassen wir zusammen. Ich bin Offroad-Scheiße und im Bootfahren toppe ich das Ganze noch. Da bin ich noch beschissener. Das ist ja top. Es ist gut, dass ich noch eine Disziplin gefunden habe, wo ich noch mehr aufs Maul kriegen kann. Wenn es, naja, egal. Es geht schon irgendwie gut. Naja, wir springen. Ach, hier springen wir durch das Schiff. Frag. Guck mal an. Mehr oder weniger. Die KI gibt ihr Bestes, aber. Jetzt zeig mal, was du kannst. Diese Wellen sind nicht leicht zu. Eieiei, die Jungs sind hier aber auch wild am einfach alles mitnehmen, was nicht bei drauf im Baum ist. Und währenddessen trotzdem schneller sein als ich. Also, er ist gerade gegen die Pylone gefahren. Das war ihm egal. Hinter dem großen Felsen. Hast du einen tollen Blick auf die Berge im Osten. Das Meer ist aber auch sexy, ne? Das Wasser, guck mal, wie schön türkis das ist. Wie geil. Das ist schon schön. Ja, es ist, ja, also man kann da sagen, was du willst. Es ist schon schön anzuschauen. So, Feierabend, fertig, aus. Es ist schon ganz schick. Das ist es einfach. Da kann man da nicht kritisieren. Ja, es ist schon ein bisschen wie Urlaub. Urlaub mit ein bisschen Wettkampf, der nach hinten losgeht, aber gut. Mutig wie ein hawaiianischer Seemann. Ja, auf dem Kriegsschiff, ja, ja. Machen wir mehr Kriegsschiffe noch, manchmal zwei der betonen. Darauf bin ich eingegangen. Aber schon 1000 Jahre vor Kolumbus haben wir ein Land erkundet, das größer als Russland ist. Polynesien. Die Ureinwohner von Hawaii hatten das beste GPS-System. Den Himmel und die Sterne. Fair enough, ja. Ich hab's nicht mal übers Wasser geschafft. Das macht uns zu den größten Entdeckern der Erde. Oder? Achte nicht auf mich. Aber diese Tradition macht uns zu dem, was wir sind. Sachen entdecken ist eine Tradition? Okay, Bro. Ja. Oh, ja. Oder meint er jetzt wieder was an? Ich kann ihm manchmal nicht folgen. Rechts. Wir sind wieder in Kaneohe. Es ist halt einfach schön. Ich kriege hier gerade vollkommen die Packung, aber es wäre Bums.
Das ist ja das Coole in dieser Playlist. Gewinne nicht, sondern schau die Hawaii an. Und mein Platz lässt, gibt auch einem das Gefühl, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit lasse als die anderen, was das Anschauen von Hawaii und Umgebung angeht. Aber diese Wellen machen die Fischer glücklich. Warum? Probiere mal den Amma Amma. Einfach Ono. Ich mache mir hier nachher ein ganzes Lexik, ein ganzes Duden damit auf. Die ganzen hawaiianischen Begriffe, die ich hier lerne und innerhalb von wenigen Sekunden wieder verdränge und vergesse. Also einer ist ja komplett weit weg, weil er einmal gegen das Schiffswrack geknallt ist. Also. Dann gibt's wirklich. Ich komme halt einfach nicht mit. Also, wie gesagt, ich gebe mein Bestes hier. Ihr seht, Throttle Control ist Vollgas. Klar, aber. Nächstes Mal nehmen wir eine echte Wa'a auf dem Weg zu den Sternen. Eine Wa'a? Aber. Richtig Schiff oder Boot oder meine Kanu? Was meint ihr? Übersetzt es mir! Wäre schön, wenn die Untertitel ein bisschen reinschreiben würden. So, das und das meint er. Oder einfach so ein Sternchen, so wie bei Dokumentationen, so einfach. Ein Waha ist ein Blablabla. Das ist einfach so ein bisschen Doku. Oh ja, wenn er baut Scheiße und zählt mich trotzdem ab, das gibt's doch nicht. Ich fühle mich verarscht, oh Gott. Ja. Ich fühle mich wirklich verarscht. Vor allem, guck mal, was Mitch da unten schon wieder macht. Mitch fährt in einer anderen Hemisphäre. Der hat kein Boot, der fährt eben im Flugzeug mit. Der fliegt die ganze Zeit, ich sag es euch. Der ist kein bisschen auf dem Wasser gewesen. Hat niemand starten sehen? Nein, ich auch nicht. Super. Der fliegt einfach. Noch ein Schiffswrack-Graffiti. Das mit dem Bad ist aber schön. Das ist schick. Ja, das ist schön anzusehen. Ja, okay. Ja, ich werde doch nicht letzter, also vorletzter. Ich kann einfach darauf verlassen, dass die KI gegen Bojen kracht. Das ist mein Ding. Ich darf aber weniger Skill-Issues haben als die. Dann geht das schon. Ich bin gleich auf die Gesamtzeit gespannt. Auf Ma-Nana oder Rabbit Island. Kaninchen findest du hier nicht mehr. Die sind alle umgezogen. Auf eine Farm oder so. Das ist eine kleine Insel, stimmt. Das ist so eine ganz kleine Insel im Meer. Ich weiß nicht, kann man da auch da mit dem Boot hin? Okay, die ist so, dass du da nicht drauf rumfahren kannst. Die ist sehr, sehr bergig, liebevoll ausgedrückt. Digga, der hatte 15 Sekunden Vorsprung. Und das ohne, dass ich aktiv richtig hart viel Scheiße gebaut habe. Ich fühle mich ein bisschen verarscht hier, Alter. Ja, deswegen habe ich nicht mehr Upgrades für mein Boot bekommen, weil... Ja. Oh, wir kriegen jetzt... Dann mal weiter zur nächsten. Deswegen haben sie gesagt, du kriegst mehrere Fahrzeuge. Ah! Weil er hat gesagt, du kriegst drei Fahrzeuge. Ich habe ein Boot bekommen. Das ist ja nice. Das ist okay. Fair enough. Ich meine... Ich hab schwer, dass ich Boote kacke finde, aber jetzt habe ich ein Boot bekommen. Wo muss ich überhaupt hin? Da. Ja, schön, dass wir jetzt ein Boot... Ich vermute, wir kriegen als nächstes ein Flugzeug. Ich habe da Feelings. Wechsel ist nochmal welche Taste? Nee. Nein, also das war Kamera. Ich wollte gerade die Taste suchen, mit dem ich nochmal mein Fahrzeug wechsle. Ah, rechter Stick, okay. Wir ballern jetzt einfach auf das auf den Strand zu. Schau mal im Inventar. Das Proto MK2 gehört dir. Schau mal im Inventar, guck mal in deiner Tasche. Oh, da ist ja ein Boot. Jeder immer. Du willst hoch hinaus. Bam, Junge. Jetzt kannst du die Insel Alter, was ein Übergang. Oh Gott. Okay. Man muss sagen, die Übergang wäre noch ein bisschen sexiger gewesen, wenn ich jetzt nicht in ein Auto rein kann. War schon cool sonst. Ah, nice. Das war ein schöner Übergang. Ah, okay, da kriegen wir jetzt, ich sag mal, mit der Playlist. Da macht diese Playlist als erstes ja noch mehr Sinn, weil du ja dann zumindest für die anderen Kategorien ein Boot bekommst und ein Flugzeug. Die berühmte Chance Vault F4U Corsair. Ja gut. Ja, da macht diese Playlist am meisten noch Sinn, weil man, wie gesagt, seinen Fuhrpark schon mal ein bisschen aufgestockt bekommt, dass man zumindest Flug und Flugzeug hat und ein Boot hat. Hier ist irgendwas zum Einsammeln. Da sind doch Stars and Stripes. Ich sehe sie doch ganz klar vor meinen Augen. 5 von 11. So, einmal ganz kurz hier alles platt machen, damit die Leute, wenn sie morgen schwimmen gehen wollen, so richtig beschissene Erfahrungen haben. Sich einfach denken... Waren das wieder diese fiesen Street Racer? Und ich packe dann ein Schild daneben und schreibe da drauf, ja, waren wir. Guten Tag, da sind wir. Wie geht's euch so, ne? Voll Idioten. So. Man merkt den Unterschied zwischen Street Tier 1 und Street Tier 2 Fahrzeug. Holy shit, ist der Bus dann viel schneller. So, ich bin lange kein Boot mehr gefahren, kein Flugzeug mehr geflogen. Auch, unter anderem. Ich bin mal gespannt.
Ob wir wieder mit Gegnern fliegen? Ich weiß nicht, gab es Flugzeugrennen in Sektion 2? Ich kann überlegen, ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ich fliege anscheinend alleine. Guter Punkt. Habe ich nur die Zeit, die mir auf den Sack gehen kann. Hoch. Wenn wir wieder reinkommen mit Fliegen. Oder links, rechts, oder mal. Der Extremmodus ist einfach nur ein bisschen feingefühliger, ne? Ja. Willkommen an Bord. Bereit für eine kleine Inseltour am Himmel? Bin mal gespannt. Da bist du wieder reinkommen in den Flugzeugen. Erinnerst du dich an den Wasserfall in Manoa Valley? Sieh mal, direkt vor dir. Schön die Checkpoints so erreichen, wie das Spiel das möchte. Weil aber perfekt gibt es schon zwei Boni, ihr seht da oben. Ich kann eine bessere Zeit haben. So, ich soll mal ein bisschen angewinkelt da reinfliegen. Falls sich jemand interessiert, wie gut ich mit Flugzeugen und Booten in Spielen umgehen kann. Mittelmäßig ist ein schönes Wort. Wir nehmen mittelmäßig. Es ist eher so durchschnittliches Mittelmaß. Also auch im Battlefield fand ich Flugzeuge immer kacke. Übrigens, muss ich aber sagen. Kaneohe muss um diese Zeit umwerfend sein. Flieg über die Berge und sie selbst. Aber schön ist natürlich, man kann die Insel so ein bisschen erkunden. Ne? Das ist natürlich cool, wenn man jetzt ein Flugzeug hat, weil man sich hier ein bisschen mehr umschauen kann. Man kommt auch ein bisschen flotter von A nach B, weil man natürlich keine Straßen und Berge absichtigen muss, weil man ein fucking Flugzeug hat, aber ich bleib wie gesagt trotzdem eher auf der Straße. Also direkt Battlefield fand ich auch immer alle cool, wenn die Jets geflogen sind und Helikopter und so, das sah einfach geil aus. Und damit ich eingestiegen habe, erstmal gemerkt, dass ich echt ein Problem habe, irgendwie mich zu orientieren. Ich kann mit Flugzeugen in Spielen nicht umgehen. Ich sag wie es ist. Also in Sektion 2, in Sektion 2, vielleicht geht das jetzt hier mit dem Flugzeug noch halbwegs, aber wirklich geil würde ich jetzt mein Flugverhalten jetzt auch nicht bezeichnen. Das ist Optimierungsbedarf, deswegen ist gut. Sieh mal da rechts. Unverwechselbar. Das schöne Molokai. Ich finde diese Endbetonung in der Sprache immer sehr interessant. Das klingt immer so ein bisschen sehr hart. Molokai. So. Ja, das war gut, sehe ich genauso. Ja, dann machen wir ein Foto. Oh, das ist aber, oh, mit der Brücke. Oh, die Brücke hier. Alter, das ist eine Hängebrücke, ne? Über dem Kahana State Park. Okay, da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit dem Auto drüber fahren. Die Brücke müssen wir auf jeden Fall nochmal entdecken, weil da will ich mit dem Auto rüberfahren, über die Hängebrücke. Junge, die ist ja riesig gewesen. Vor circa 30 Jahren. Für einen kleinen Hollywood-Film. Aber sie waren da, ehrlich. Also, sicher ganz unbekannt. Jurassic Park. Nee. Nee, so unbekannt, dass mir der Name nicht einfällt. Das war sehr relevant auf dem Masterrecht. Nimmst du Fahrt auf? Nehmen wir da Fahrt auf oder Flug auf? Sorry. Kleiner Flugzeugwitz hier unter Flugzeugprofis. Einst Regierungssitz. Früher hieß die Gegend Li Hue. Ey, vergesst ihr, in der letzten Folge schmeißt ihr heute aber wirklich mit vielen Fakten um sich. Ich alle verdrängen werde nach einigen Sekunden, aber es ist wirklich nice to know. Also ich finde es ganz schön. Aber wie gesagt, wenn ihr das Place hier auf jeden Fall machen sollen. Die Stadt beherbergt eine berühmte Ananasplantage mit einem riesigen Labyrinth. Ah, hier sind wir. Ah, okay, ich kann mich orientieren. Tour hierher zurück. Denn hier beginnt die Electric Odyssey Playlist. Ich merke sehr, dass das Spiel wirklich drauf an war, dass man sich Hawaii vielleicht erstmal angucken hätte sollen. Und ich so, aber wie wär's, wenn ich mir Breitbomb-BMWs anschaue? Hier ist schön Hawaii, wir haben eine schöne Scenic Tour, da kann man sich die Gegend ein bisschen anschauen. Aber ich habe auch irgendwie ein bisschen mehr Bock auf Breitbau und Donuts. Okay, dann guck dir halt Breitbau und Donuts an und nicht die schöne Gegend, die wir hier gebaut haben, du. Kaum noch Bäume. Wir sind wieder im Land von Pelle. Ja, im wunderbaren Vulkangebiet. Wie gut, dass die Dinger Gott sei Dank keine Hitbox haben. Ich wäre schon mehrfach radikal abgestürzt. Wie gut, dass man sich da ja gesagt hat, mach mal lieber ein bisschen casual. Wir wissen, wie viele Leute sonst die Flugzeuge reinweise Boden segeln lassen. Weiß nicht, wie gut das kommt. Das Keck-Observatorium. Du solltest diesen Moment verewigen, solange die Sonne noch tief steht. Nein, ich habe nicht wegen dem Wort Keck gelacht. Nein, das macht. Nein. Oh Mann, ich bin. Es ist manchmal wirklich schwer zu begreifen, wie ich 29 sein kann.
Digga, das war's. Keck-Operatorin. Wow. Du bist Keck. Was soll die Beleidigung jetzt? Das kannte ich nicht. Wird er erstmal direkt persönlich, der Mann? So ohne Grund. Verstehe ich nicht. Genieße Kalailoa noch ein bisschen. Ich fürchte, wir nähern uns dem Ende der Tour. Aber wir haben ja noch ein Event. Wir haben noch ein Event. Das kannst du mir nicht nehmen. Das lass ich mir auch nicht nehmen. Weil bist dann hoffentlich wieder ohne Boot und Flugzeug. Ich meine, jetzt haben wir die Experience gehabt. Wir sind Boot und Flugzeuge gefahren, geflogen. Reicht schon auch wieder, ne? Also, ich würde mich gerne wieder da unten auf dem Boden. Also jetzt nicht da unten, das ist ein Fluss, das ist wieder Boot. Aber daneben auf der Straße. So, darauf wollte ich hinaus. Ich weiß nicht, ob es hier eine Bestzeit gibt, die man schlagen muss für Gold, damit wir mehr Flugzeugteile bekommen. Aber ich vermute, dass wir das Flugzeug jetzt auch geschenkt bekommen. Weil es wurde ja gesagt, mit 3 Fahrzeugen, wir haben das Boot bekommen, jetzt kriegen wir noch ein Flugzeug und dann kriegen wir am Ende ja noch diesen... Was nochmal? Buggy? Nee, doch. Nein, der Bronco. So, hoppla. Das müsste der Bronco sein, den wir kriegen. Jetzt möchte ich auch nicht mehr mit reden. Das ist das Ende der Tour, ich soll es genießen. Aber es mit dem Sonnenuntergang gerade schon geil. Pu'ulor. Ah, danke. Die berüchtigste Bucht auf Oahu. Sicher willst du ein Foto machen. Warum ist die berüchtigt? Warum sind wir da hin? Ah, da ist wieder noch ein Kriegsschiff und da ist ein Flugzeug. Ist ein Flughafen. Ah, wir landen auf dem Flughafen. Okay, das macht natürlich ein bisschen Sinn. Geh jetzt runter und mach dich bereit für die Landung. Das macht ja Sinn, dass wir am Flughafen landen und nicht mitten in der Inner City. Obwohl wir auf einer Brücke gestartet sind, dementsprechend vergessen wir das überhaupt. Okay, kurzer Punkt. Vergessen wir das mit, das macht Sinn, okay? Letzte Etappe der Reise. Mann, du, ist geil. Ich bin nicht einmal richtig scheiße gewesen. War alles durchschnittlich ganz okay. Da kann der Mann aber mit seiner Kohle schmeißen. Oh, Legendenpunkte, nice. Wir haben schon Stufe 1 erreicht. Heißt, wir haben Legendenpunkte bekommen. Das ist nice. Gut Progress da vor allem. Und Kohle gibt's auch noch. Gibt's jetzt Flugzeugteile? Das war ein eindeutiges, auf gar keinen Fall, Lukas. Frag nicht so dumm. Fahrzeug verdient. Was nice. Für ein Sieg. Sicher werden viele folgen. 600 Meter ist schon das Ziel. Ja, da fliegen wir jetzt gerade einfach mal rüber. Aber ich habe Legendenpunkte. Heißt, die werde ich jetzt mal gerade ganz kurz verballern. Die habe ich nicht. Ja, wo sind die? Muss ich die abholen? Ah, die muss ich schon abholen. Warte mal. Da, eine Belohnung verfügbar. Abholen. Legendenpunkte. Nice. Damit haben wir, glaube ich, schon... Ich vermute mal, das Ding hier fertig gelevelt, ne? Sogar. Es ging flott dann. Ne, haben wir noch nicht ganz. Zwei Punkte brauchen wir, dann haben wir das nämlich schon voll. Nice! Dann gehen wir dazu bis aufs Maximum. Gut, wir gehen wieder zurück und wir fliegen einfach zum Zielpunkt. Wir sind 600 Meter entfernt, wir krachen einfach davor runter. Darf ich mal? Veteranen fliegen kannst. Ja, ja, weniger. Oh Gott. Okay, das werden wir irgendwie hinkriegen. Ich krach da jetzt einfach runter, ne, Leute? Achtung, Sturzflug, willkommen! Oh Gott! Ah! Okay, ich setze jetzt einfach Sams zurück. Bumm, da sind wir doch. Traum. So, letztes Event im Civic Type Air in der Fitted Edition. Sehr schönes KFC, muss ich nebenbei sagen. Das Fitted Carpack ist schon der Cayman. Der Cayman nicht, der Cayman, der Boxster Spider. So rum. Und der Civic ist schon nice. Pamehana maikala. A hau oli, mai no ke ola. Ualohe paha oe no Maui. Maui a piki. Maui a ho'opaha ikala. Maui nui a iwa iwa. E ole o Maui. Piha pono ae ke ao. Ika me hana o kala. Dann gibt's Maui, der Street Racer. So, here we go. Finales Rennen der Scenic Tour. Schöne Fahrt. Oh, die ist ja von der Livu, ist geil. Die Livu hätten sie so gerne Vergnügen gehabt, der 370. Die haben alle coole Livu drauf, also coole, ich sag mal, Graffitis. Das gibt's nice. Honolulu, der Versammlungsort. Alle Graffitis drauf, voll geil. Sieht voll gut aus. Au. Hier wohne ich. Es ist wirklich sehenswert. Oh. Aber wir haben nur Zeit für ein Rennen. Also, was hältst du von einer Street-Art-Tour? Na, okay, das ist fein. Ja, das ist eine gute Idee. Sieh dir das Gebäude an. Die Stadt heißt dich willkommen. Davon gibt es cool, dass die ganzen Autos auch mit Street-Art und mit eigener Bedeutung.
Jo. Und damit haben wir gerade 8 Autos gleichzeitig geschrottet mit Dämpfer und kaputten Stoßstangen. Und Kühlerpaket und Motor, alles was dazugehört, was man an so einer schönen Treppe sich halt zerlegen kann. Also rein technisch den ganzen Wagen. Sind wir fairerweise ehrlich. Oh, ich habe wieder ein bisschen Überschuss, sehr gut. Boost. Du fährst durch das State Capital. Verrückt. Verrückt, wie wir das zugelassen, wie wir da eine Zulassung für bekommen haben. Gleich ein tolles Wandgemälde. Wo, ah da. Ah, schick. Kamea Hadars Kunst. 2 Generationen verbunden durch die hawaiianische Kultur. Wunderschön. Das wird immer verrückter. Verpass nicht das nächste. Also, wo sind wir? Okay, wir sind gerade einfach über diese Stadthalle in den nächsten Mal drüber gefahren. Okay. Okay, und vor mir ist gerade ein AMG abgesoffen. Upp, da, der AMG ist abgesoffen. Das ist Kaik Gilani. Seine große Liebe. Mal Leute, einmal bitte ihn durchlassen. Dankeschön. Einmal bitte Freiflug. Oh, ich sehe nichts mehr, Junge. Wir machen so eine kleine Street-Art-Tour. Wir haben halt den ganzen Einwohner von Honolulu alles kaputt fahren, was ihn habt, was ihn teuer, was ihn lieb und wertvoll ist. Wie heißt denn das scheiß Sprichwort? Alles, was dir lieb und kostbar ist? Ihr wisst das Sprichwort, was ich meine. Also die Message springe ich gerade rüber, was ich euch sagen will, nur ich weiß nicht, was ich sagen will. Kleine Probleme bei der Artikulation. Oh, komm rum. Ich nehme die großen Rappen, ist mir scheißegal. Die Option gibt's, also yalla. Das hat überhaupt nichts gebracht, aber es sah cool aus, das ist mir egal. Der coole Faktor ist immer noch wichtig. Es ist wie in GTA, man sieht eine Rampe, drüber springen. Nicht sich überlegen so, ach Mann, ach weiß ich nicht, du, ob mir das jetzt so gut gefällt. Nein. Solche Möglichkeiten muss man nutzen. Hawaiianischen Muster an. Sie feiern das Meeresvolk und das großartige Erbe seiner Entdeckungsreisen. Von meinem Freund Corey Tom, einem Einheimischen. Ich finde diese ganzen Graffitis, aber ich sehe keine Graffitis. Wandmalereien sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich finde auch die Liveries auf den Autos hier sehr cool. Wäre geil, wenn man die irgendwie nutzen könnte. Also wenn die halt einfach so als Fahrzeuglackierung bei den jeweiligen Autos zur Auswahl stehen. Wenn die einen AMG GT kaufst, hast du zum Beispiel eine Lackierung, die hat halt dann die Livery mit drauf. Das wäre cool. Weil ich finde die halt schön gemacht. Die passen halt sehr schön in das Game rein. Vor allem auch zur Insel hier, ne? Und da habe ich erwähnt, dass ich nach dieser Playlist wirklich Mitch so abgrundtief hasse, dass ich diesem Mann wirklich alles Schlechte in der Welt wünsche. Also wirklich. Das ist ja wirklich nicht normal. Das ist die eine KI-Fahrer, die dir so hart auf den Senkel geht, dass du ihn wirklich nicht magst. Nee, den mag man einfach nicht. Mitch ist einfach doof. Fertig. Das ist das meiste, was ich aus dieser Playlist mit rausbringe. Hawaii ist schön, Mitch ist scheiße. So, fertig. Aber es war ganz schön. Also wie gesagt, es wäre ja auch wie bei die Tour, die ich... Ich würde sagen, die hätte ich den Spieler fast so als Tutorial-Tour in die Hand gegeben. So, hier, mach mal der weiße die Tour erstmal. Lerne mal Hawaii kennen, hier kriegst du ein Flugzeug und ein Boot. Das ist schon mal so ein Grundsortiment. Und danach hätte ich dann gesagt, so, okay. Da sind wir wieder. Und jetzt kannst du dich um den Rest kümmern. Toll, was sie hier gemacht haben. Ein weiterer Treffpunkt. Man muss man ja sagen, ne, weil wie gesagt, das Spiel gibt ja, also die ist auch von der Erzählung so, dass die ganze Zeit so die Message gibt, so schön, dass wir andere Playlists haben, aber wir haben andere Sachen. Auf Reisen zu sein. Mitch, du kleiner Henner. Wir treffen uns sicher wieder. Die Insel ist klein. Oh, war schön. Das war eine schöne Playlist, muss ich sagen. Das war eine sehr, sehr schöne Playlist. Hat Spaß gemacht. Na gut, die Liveries an, die sind cool. Wäre ich geil, wenn die jetzt nicht einfach nur so ein One-Off wären, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die in Spielen irgendwo verfügbar sind, vermute ich mal. Was ja schade ist. Krieg ich hier wissen Fahrzeugteile? Hier krieg ich zumindest welche. Ah, Civic, stimmt. Civic ist Street Tier 1, nicht Street Tier 2. Deswegen so ein 100-Teil. Aber die können wir gebrauchen, weil davon haben wir am wenigsten. Deswegen Street Tier 1 war bisher am wenigsten gefahren, muss man fairerweise sagen. Denk dran, hol dir deine Fahrzeugbelohnung ab. Oh ja, stimmt. Wir kriegen ja noch ein Fahrzeug. Es dürfte dieser wunderbare Ford Bronco sein, vermute ich mal, ne? Den dürften wir bekommen. Was für eine Reise. Den finde ich halt wirklich, wirklich cool. Vor allem mit den Sachen hinten auf der Ladefläche, die hier mit rumfliegen. Das finde ich ein super geiles Gimmick.
Ja, das ist doch durchaus nett, ne? Los geht's. Gehen wir erstmal aufs Thema Herausforderungen ein. Da gehen wir erstmal gerade kurz in die Richtung. Werde ich auch mal gucken, was da noch so zu freischalten gibt bei dieser wunderbaren Sinitur. Es gibt Kohle. Hier gibt es gerade noch Kohle. Hier gibt es Kohle. Kleidung. Oh, das Outfit ist ziemlich sexy, muss ich sagen. Noch mehr Crew Credits gibt es da. Und die Unterbodenbeleuchtung ist nice. Und noch ein paar andere Sachen. Das ist ganz cool. Da ist ein bisschen geiler Stuff bei. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die mitzunehmen. Und natürlich gibt es ja auch noch XP und so Kram. Das werden wir auf jeden Fall noch alles machen. So viel auf jeden Fall zu dieser wunderbaren Hawaii Scenic Tour. Wir haben, ihr seht noch ja, ein paar weitere Events offen. Ein paar Playlists sind auf jeden Fall noch zu tun. Da werden wir uns natürlich auf jeden Fall noch drum kümmern. Das dann natürlich in einer der nächsten Folgen. In der nächsten Folge werden wir erstmal alle Autos importieren. Und natürlich um den Summit kümmern. Wir haben ja jetzt gerade Japaner Wochen, da werden wir uns auch drum kümmern. Nächste Folge, wie gesagt, importiere ich alle Autos. Und da kann es sein, dass wir im selben Zukunft vielleicht auch schon in den Summit stürzen, weil dann haben wir ja ein bisschen Portfolio an Fahrzeugen zur Auswahl. Und vielleicht passt das ja dann schon alles. Deswegen, wenn euch heute gefallen hat, lasst mir uns gerne einen Daumen rum, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns nächste Mal wieder. Bis dann und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.